Monatschanneling, Oktober 2011. Er channelt Medium Marianne. Gelesen Anana Irpitz. Ihr lieben Kinder dieser Erde, ich bin Erzengel Michael. Ich bin an eurer Seite und ich breite jetzt meine lichtvollen und liebevollen Flügel aus, um euch zu umarmen, um euch ganz viel Liebe zu schenken und zugleich auch ganz viel Energie, denn ich weiß, dass ihr Menschen gerade jetzt ganz viel Energie braucht. In dieser lebendigen Zeit. Ich bin an eurer Seite, um euch zu bestärken. Zu bestärken, euch immer mehr auf euch selbst zu konzentrieren, um herauszufinden, was ihr selber braucht. Denn es geht jetzt um eure Bedürfnisse auf allen Ebenen. Das heißt, es geht um die Bedürfnisse auf der psychischen Ebene wie auch auf der körperlichen Ebene. Je mehr Energie ihr täglich braucht, umso wichtiger ist es, euch ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken. Deshalb gönnt euch selber ganz viele Streicheleinheiten. Denn die Liebe und Aufmerksamkeit, die ihr euch selber schenkt, ist ein ganz wichtiger Energielieferant. Je mehr ihr euch für euch selber entscheidet und je mehr ihr euch selber ernst nehmt in euren Bedürfnissen, umso weniger müsst ihr im Außen danach suchen. Natürlich ist es auch wichtig, sich bei anderen Menschen Hilfe zu holen. Dennoch ist der Fokus auf sich selbst der wichtigste Baustein für ein Leben im Gleichgewicht. Denn so seid ihr von niemandem abhängig. Und das ist wichtig. Denn jede Abhängigkeit birgt in sich auch wieder Enttäuschung, wenn die Person, auf welche ihr baut, euch nicht das geben kann, was ihr glaubt zu brauchen. Deshalb bin ich an eurer Seite, um euch ganz viel Energie und Kraft zu schicken, damit ihr euch immer mehr traut, Ja zu euch selbst zu sagen und somit auch die Verantwortung für euch selbst zu übernehmen. Gleichzeitig soll es euch die Kraft geben, immer einmal wieder Nein zu sagen und dieses Gefühl loszulassen, für andere verantwortlich zu sein. So
so gibt auch den anderen die Verantwortung zurück. Denn je mehr jeder einzelne Mensch sich auf sich selber konzentriert und schaut, dass sein Leben blüht wie eine wundervolle Blume, kann irgendwann ein blühender Garten entstehen, das sich über die ganze Erde zieht. Natürlich soll es nicht so sein, dass ihr Menschen nur noch an euch selber denkt und nichts mehr für andere tut. Doch wichtig ist, dass ihr immer erst dann aktiv werdet, wenn ihr um Hilfe gebeten werdet und wenn es euch selber dabei gut geht. Ich bin an eurer Seite, um euch ganz viel Energie und Kraft zu schicken, damit ihr euch traut, euch auf euch selber zu konzentrieren und genau hinzufühlen und hinzuschauen, was ihr braucht. Wichtig ist, dass ihr euch jeden Tag aufs Neue die Frage stellt: Was brauche ich heute? Was kann ich heute für mich tun? Je mehr ihr euch jeden einzelnen Tag auf euch selber konzentriert, umso mehr lernt ihr euch kennen. Und umso mehr wird euch bewusst, was euch bisher gefehlt hat in eurem Leben, nach was ihr euch so sehr sehnt. Denn es geht auch um die Sehnsucht nach Liebe. Es geht um die Sehnsucht nach Frieden. Je mehr Menschen wieder bei sich selber hinschauen und nicht nur bei den anderen, umso heiler wird die Erde. Ich bin Erzengel Michael.